bin Sebastian Lange, Unterwasserfotograf, mache das hauptberuflich seit 2014 und da habe ich ganz viele verschiedene Facetten bisher schon kennengelernt. Ich bin 2008 nach Australien gereist, noch damals als Backpacker und habe da die Liebe zur Fotografie entdeckt und bin da auch das erste Mal mit Walhaien geschnorchelt und da habe ich meine ersten professionellen Unterwasserfotos gemacht. Am meisten Spaß macht mir die abwechslungsreiche Tätigkeiten. Also man hat immer unterschiedliche Objekte, die man fotografiert, ob es nur Hunde sind oder Meerestiere oder Meerjungfrauen, Babys, all die Sachen, die ich fotografiere. Das ist halt kein Studio als solches, wie andere Fotografen das vielleicht haben. Man muss mit ganz vielen Elementen kämpfen, sage ich einfach mal. Die größten Herausforderungen sind zum einen Kälte bzw. Wärme im Wasser, Strömung im Wasser und vor allen Dingen für die Fotografie ganz wichtig, die Sicht im Wasser, also die Wasserqualität ist super wichtig für die Unterwasserfotografie, weil nichts ist schlimmer, als wenn man verschmutztes Wasser hat. Also witzig ist grundsätzlich immer, wenn die Hunde unter Wasser sind und die machen die unglaublichsten Fratzen, sage ich einfach. Wenn die Lefzen nach hinten wegfliegen, wenn die volle Kanne ins Wasser gehen. Teilweise sehen sie gefährlich aus, manchmal super witzig. Das sind schon mal die sehr coolen Momente. Oder auch beim Babyschwimmen, wenn die Kinder zum Beispiel unter Wasser die Zunge rausstrecken. Die Qualität des Wassers ist super wichtig. Es ist halt das Schlimmste, was man haben kann. Verschmutztes Wasser. Ich denke, die Menschen können sehr viel tun, um die Ressource Wasser besser zu schützen. Es fängt an bei der Verschmutzung in Form von Plastikteilen. Viel weniger Plastik sollte man benutzen. Auch die Ölproduktion im Meer sehe ich hochkritisch. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man einfach auch die Schifffahrtsindustrie verbessern könnte, dass sie nicht mit Schweröl fahren müssten zum Beispiel. Und es gibt super, super viele Möglichkeiten, die Ressource Wasser zu schützen. Es funktioniert halt einfach nicht an Land, das umzusetzen, was man unter Wasser bekommt. Man ist schwerelos zum Beispiel unter Wasser. Und genau diese Momente einzufangen, das ist meine Aufgabe. Ich bin Sebastian Lange. Meine Leidenschaft ist die Unterwasserfotografie. Ein Leben ohne Tauchen kann ich mir nicht mehr vorstellen. Meine treibende Kraft ist das Wasser.